Hallo, ich heiße Michael Schenk. Der Sohn sitzt zu Hause an seinen Hausaufgaben und er grübelt und grübelt und weiß nicht so recht, wie er die Aufgaben lösen soll. Sein Vater sieht die Verzweiflung seines Sohnes und fragt ihn, ob er nicht wüsste, was er machen soll. Darauf antwortet der Sohn: Nein, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Bitte hilf mir. So setzt sich der Vater zu seinem Sohn und hilft ihm bei den Hausaufgaben. Am nächsten Tag geht der Sohn zur Schule, setzt sich auf seinen Platz und der Lehrer nimmt die Hausaufgaben und kontrolliert sie. Dabei bemerkt er, dass alle Aufgaben falsch gelöst sind. Das ist ja unmöglich, was du gemacht hast, sagt er. Darauf antwortet der Sohn: Nein, ich war das nicht. Mein Vater hat mir dabei geholfen. Ich kann dazu nichts sagen. Der Lehrer schüttelt nur mit dem Kopf und sagt: Wir beide gehen jetzt mal zu deinem Vater. Er nimmt den Sohn an die Hand und beide gehen los. An der Haustür angekommen, sagt der Lehrer: So, du wartest hier, und klingelt. Der Vater öffnet die Tür und fragt, was es gibt. Der Lehrer zeigt dem Vater die Hausaufgaben und sagt ihm, dass alles, was er geschrieben hat, falsch ist. Er winkt den Vater mit dem Zeigefinger heran, legt ihn übers Knie und versohlt ihm den Hintern.